Hallo, ich bin die Franzi Stiegelmeier und heute erzähle ich euch was über mich. Wenn ich so einen Hund will, dann muss ich natürlich auch mit dem was anfangen. Ich kann ja nicht so einen intelligenten Hund einfach Hund sein lassen. Jetzt versuche ich so oft wie es geht am Hundeplatz zu fahren. Als erstes steht die Begleithundeprüfung an, also Fußlaufen, Ablegen, auch dass sie bei einem, wenn andere Hunde vorbeigehen, trotzdem liegen bleibt, auch wenn ich nicht direkt neben ihr stehe. Der Hund, der ist so schlau und das ist wie ein gutes Dressurpferd, das macht viel von alleine. Wir sind hier auf der wunderschönen Anlage meiner Eltern, der Deckschutz von Stiegelmeier in Roth bei Nürnberg. Das hat mein Papa sich mühevoll aufgebaut und ich habe jetzt das Glück, dass ich das irgendwann schon fertig übernehmen darf. Mit ein bisschen mal eine Stunde in Stall ist es nicht getan. Also wir stehen ja früh um 6 auf, füttern, misten und dann geht's los mit Reiten, Nachmittagsunterricht. Das muss man schon wollen und auch lieben. Wie führe ich das Pferd, ne? Da fängt's schon an. Dass es schon im täglichen Umgang zwar Respekt hat, aber auch trotzdem weiß, okay, ist mein Freund, ne? Der will mir nichts Böses. Und dann geht es beim Reiten so weiter. Und ich finde immer, es ist natürlich auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Und da muss man natürlich schlaue Pferde haben, weil ich denke, irgendwie ein Dummen das beibringen, da beißt irgendwann auf Granit. Weil wenn er es nicht versteht mit Gewalt, wie willst du es machen? Und ich mag auch eher die Pferde, die ein bisschen mehr Go haben als zu wenig. Also ich habe lieber einen, wo ich mal Ho sagen muss, als wo ich immer sagen, komm, lauf doch bitte ein bisschen vorwärts. Und ich denke, das kriegen die halt auch von klein auf dann mit. Ne? Die werden nie mal voll eingebremst oder irgendwas, sondern solange die immer vorwärts wollen, ist alles gut. So, jetzt habe ich euch was über mich erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch was über mein Erfolgspferd, Lukas.